Der Landkreis Neuss. Hier lebt ein Paar, das keinen Hehl daraus macht, was es von Arbeit hält. Nämlich nichts. Ich bin Vanessa. Und ich bin ihre Frau Jessie. Wer für Mindestlohn arbeiten geht, hat sie für mich nicht alle. Wir lieben das Rauchen, aber dafür gibt's einfach viel zu wenig Hartz IV. Die leidenschaftlichen Raucherinnen leben in einem Neusser Vorort in einer 42 Quadratmeter Wohnung. 5 Wochen nach unserem letzten Besuch sind wir wieder bei ihnen, denn es gibt Neuigkeiten. Hallo. Hallo. Kommt rein. Was ist denn bei euch Neues? Meine Schwester ist ausgezogen. Also hier hat meine Schwester vorher gewohnt bzw. auch gehaust. Und jetzt leben wir hier wieder alleine. Warum ist sie ausgezogen? Ja, die hat auch am Ende keine Miete mehr bezahlt, kein Strom, generell keine Fixkosten. Vanessas Schwester Michaela wohnte 9 Monate bei dem Paar. Der Vermieter wusste nichts davon. Ich zahle regelmäßig meine 220 Euro Miete. Das Jobcenter weiß ja auch nicht, dass meine Schwester hier wohnt. Würden sie wissen, dass sie hier wohnt, dann würden wir auch, denke ich mal, nur noch die Hälfte an der Miete bekommen. Aber das heißt, habt ihr dann doppelt kassiert? Ja, wir haben doppelt kassiert. Ein schlechtes Gewissen hatten die Hartz-IV-Empfängerinnen dabei nicht. Im Gegenteil. Ja, wenn es nicht anders geht, muss man das Jobcenter irgendwo verarschen und bescheißen. Ja. Vielleicht fühlte sich auch Vanessas Schwester verarscht und zahlte nicht mehr. Die Folge? Es ging halt einfach nicht mehr so weiter. Also für umsonst hier wohnen funktioniert nicht. Doch mit der Untermieterin brach auch eine Einkommensquelle weg. Dass das Geld nicht mehr gezahlt wurde, das war schlimm in dem Moment. Ich hatte schon alles einkalkuliert und mussten sogar unsere PlayStation verkaufen. Die Konsole hinterlässt eine große Lücke in Vanessas Leben. Es war hart für mich, weil die PlayStation war auch irgendwo ein wichtiger Punkt hier. Die Konsole scheint die 28-Jährige jedenfalls deutlich mehr zu vermissen als ihre Schwester. So, jetzt machen wir erstmal Frühstück. Ja, und ich Kaffee. Ja, dann. Was willst du drauf? Schinkenwurst. Das Gute ist daran natürlich, dass die Ela raus ist. Wir können jetzt daraus ein Kinderzimmer machen. Was heißt Kinderzimmer? Ja, wir haben jetzt mit der Rückführung von meinem jüngsten Kind angefangen. Du hast ein Kind? Ja, 2 Stück eigentlich. Aber nur der Jüngste kommt nach Hause. Wo sind die Kinder jetzt? In einer Pflegefamilie. Und wie kommt es, dass die Kinder nicht mehr bei dir leben? Es ging halt auch überwiegend darum, ich hatte nie einen festen Wohnsitz oder sonst irgendwas und deswegen. Außerdem war ja auch noch die Sache mit den Drogen. Ja, das stimmt. Das Jugendamt hat beide Kinder von Jessica in Obhut genommen. Damals war sie nicht in der Lage, die Kinder zu versorgen. Ja, früher war meine Sucht mein Alkohol. Wie viel hast du früher getrunken? Zu viel. Ein Kasten Bier ging locker weg. Ja. Ich bin dann morgens aufgestanden und habe direkt eine Flasche Bier getrunken anstatt einen Kaffee. Und Drogen? Ja, Drogen haben bei uns auch ein Thema gespielt. Wir haben Speed zu uns genommen. Ja, und dadurch waren wir halt, sag ich mal, aufgepusht. Jessica brachte die synthetische Droge vor über 5 Jahren in die Abhängigkeit. Mittlerweile hat sie jeden Kontakt zum damaligen Freundeskreis abgebrochen. Aber man sagt ja immer, hinterher ist man immer schlauer. Ja, wenn wir früher schon geregeltes Leben gehabt hätten mit Ausbildung etc., dann würden wir jetzt auch nicht so sein, wie wir jetzt mit dem Geld auch und hätten vielleicht auch diese Sucht von damals nicht gehabt. Dann wäre vieles anders gelaufen. Ja. Auch in meinem Leben. Beide Söhne haben verschiedene Väter, zu denen kein Kontakt besteht. Und wie kommt es, dass er jetzt zurückkommt? Oder das eine Kind? Also er wird zurückgeführt aus dem Grunde, weil ich mein Leben stabilisiert habe. Wir jetzt fast ein Jahr verheiratet sind und das Jugendamt halt gesehen hat, okay, wir können das jetzt Schritt für Schritt machen. Und warum nur ein Kind? Ich habe halt einfach nicht diese Bindung zu meinem Ältesten, wie sie eine Mutter eigentlich zu einem Kind haben soll. Diese Bindung besteht nur zwischen mir und dem Jüngsten.
Es wird auf jeden Fall dem Ältesten schwerfallen. Klar wird es ihm schwerfallen, er hat ja jetzt auch lange genug mit ihm gelebt, ne? 1,5 Jahre. Aber sein Lebensmittelpunkt ist dann hier und nicht mehr bei seinem Bruder. Das weiß ich. Hättest du anders entschieden, Vanessa? Wären es meine leiblichen Kinder, würde ich gucken, dass ich beide nach Hause kriege. Ich kann mich nicht auf konzentrieren, wenn der Älteste dabei ist. Ja. Ich habe dir gesagt, ich möchte den Ältesten nicht zurück. Beide zusammen, das wird zu stressig. Aber was machst du denn mit unserer anderen Planung? Da wachse ich doch rein. Was ist denn die andere Planung? Also unsere Planung ist, dass wir noch ein gemeinsames Kind bekommen, was ich dann austragen werde. Und es ist ja dann auch praktisch, dann sind ja auch zwei Kinder hier. Also manchmal verstehe ich meine Frau auch nicht, was sie so sagt. Vanessa und Jessica haben große Pläne. Doch egal, ob ein Kind, zwei oder drei. In Sachen Verantwortungsbewusstsein müssten die beiden noch zulegen. Wie ist euer Verhältnis zum Jugendamt? Schwierig. Also das Jugendamt hat uns wirklich viele Steine in den Weg gelegt. Also es war ja die Situation erst, weil wir die offene Küche auch haben, hat das Jugendamt halt erst gesagt, das wäre zu gefährlich. Aber wir haben ja extra auch zwei Kühlschränke, wo man halt auch Pudding oder so für den Jungen reintun kann, damit er auch selber an den Kühlschrank kann. Weil hier oben kommt er ja nicht dran. Wie alt ist denn das Kind? 3. Unser Sohn ist noch bei einer Pflegefamilie und da wird er nicht sehr gut ernährt. Er wird ernährt mit Sojaprodukten und Bioprodukten und das finde ich, das braucht kein Kind. Bist du gegen Bio? Ich bin gegen Bio. Warum? Ja, also ich bin gegen Bio, weil ich finde, Bio ist irgendwas für Leute, die wirklich Öko-Fuzzis sind. Und ich meine, normale Lebensmittel schmecken viel besser. Ich habe schon mal selber Bio-Brot probiert und ich weiß nicht, wo daran der Geschmack ist. Es gibt allerdings noch andere Gründe, warum den beiden Bio nicht in die Tüte kommt. Wir essen sehr, sehr selten Obst und Gemüse. Weil uns das auch ein bisschen zu teuer ist. Für eine Gurke bezahlt man jetzt 1,49 Euro und dafür geben wir kein Geld aus. Das fließt bei Ihnen lieber woanders hin. Zum Beispiel in Energy Drinks für 49 Cent pro Dose. Hier haben wir ihn schon. Energy? Ja. Dann nimm 3 Dosen mit, damit ich morgen auch noch eine hab. Wie viel trinkt ihr so davon? Ich persönlich könnte am Tag 6 Dosen trinken. Also ohne Energy kann ich nicht. Aber macht ihr euch da gar keine so Gedanken über gesunde Ernährung? Ich habe irgendwie nicht den Drang, so viel Gemüse zu essen. Sollte die Rückführung klappen, geht es allerdings nicht mehr nur um ihren Geschmack. Ich habe gesagt, Obst und Gemüse kommt bei uns nicht auf den Tisch, aber mit Kind ist das wieder was anderes. Dann werde ich Gemüse kochen und auch essen. Allein schon als... Ja, das ist ungewöhnt, sowas zu hören, weil wir essen zwar auch Gemüse und so, aber wir kochen es eher selten. Ich meine, ich esse ja Gemüse, aber manchmal bin ich zu faul, Gemüse zu essen. Also. Dann lieber Energy Drinks für 3. Ja, dann lieber ein Energy Drink. Ne? Mhm. Fest steht, das Paar muss mehr als nur den Speiseplan ändern. Zurück in Wuppertal. Seit heute sitzt Frührentner Uwe auf der Straße. Nachdem er monatelang keine Miete gezahlt hat, wird seine Wohnung zwangsgeräumt. Seinen Frust bekommen nun die Arbeiter des Entrümpelungsunternehmens zu spüren. Unfassbar. Und ich habe keine Kontrolle darüber, was der sich jetzt noch in die Tasche steckt an Kleinkram. Ne? Mal hier ein Feuerzeug, da noch eine Taschenlampe und was weiß ich noch. Hast du keine Kontrolle darüber. Aber du hast ja schon seit Wochen Zeit gehabt, dich darauf vorzubereiten. Halt den Mund, bitte. Mach das nicht. Bei Kritik von anderen ist Uwe dünnhäutig. Er selbst teilt aber gerne aus. Immerhin versucht Frank Richter, Chef des Entrümpelungsunternehmens, ihn zu beruhigen.
Ich kann jetzt nicht kontrollieren, ob die irgendwas einstecken. Kleinkram, also Feuerzeug oder irgendwas. Ne? Hören Sie mal, wir machen das über 20 Jahren. Ja, aber die Zwangsräumung geht anders. Da bin ich dabei. Und wenn die Wohnung leer ist, dann gebe ich Ihnen den Schlüssel und gehe. Nein, das ist nicht so. Nein, das ist Sie sehen ja, dass Sie hier draußen bleiben müssen. Laut Gerichtsvollziehen ist schon richtig, weil Sie haben oben in der Wohnung nichts mehr verloren. Mhm. Sie müssen ja raus. So. Und wir werden alles dementsprechend anpacken. Da wird keiner ein Feuerzeug. So, das haben wir nicht ist nötig. Mir scheißegal, okay? Ich lasse mir das so nicht gefallen. Und ja, den brauchen Sie nicht runtertragen, der kann da bleiben. Nee, wir müssen Wohnung alles leer machen. Wir müssen ja, dann stellen Sie den der um den Flur. Die hat mir auch die Bude nicht wesen rein überlassen. Sie bezahlen die Räumung nicht. Sie haben genug mit Sicherheit übrig gelassen für die Vermieterin. Und gucken Sie sich mal Ihre Wohnung an. Ja. Ich meine, da braucht man nicht viel erzählen. Nee, eben, ja. Etwas mehr als ein Jahr hauste der Frührentner in der Wohnung. Mit der Ordnung hat er es dabei nicht immer so genau genommen. Was sagen Sie denn zum Zustand der Wohnung? Desolat. Kann ich nur sagen. Also furchtbar. Aber wir sind es ja gewohnt, wir haben öfter solche Fälle. Und deswegen habe ich dem Herrn ja auch gesagt, ich sage, man kann ja alles sein, aber man kann ja wenigstens mal sauber sein und ordentlich sein. Und das ist absolut nicht der Fall. Also Sie haben es ja gesehen, da brauche ich ja nicht groß zu wiederholen. Das ist schlimm. Ja, nee, das geht Sie doch einen Scheiß an. Ja, da müssen Sie nicht so einen großen Hals haben. Doch, habe ich, weil es geht um meine Sachen. Ich sag mal, aber was. Ja, du brauchst das Ding auch nicht am Kabel tragen, mein Gott. Plötzlich macht sich der 61-Jährige Sorgen um seine Sachen. Vorhin klang das noch ganz anders. Gibt es noch irgendwelche privaten Dinge, die du gerne mitnehmen möchtest? Nein, kann ich überall locker drauf verzichten. Da hänge ich nicht dran. Ist alles nichts wert. Fickt euch, wirklich. Anders kann ich nicht mehr sagen. Er ist uneinsichtig. Ne? Alle sind sie gegen ihn. Der Vermieter ist immer der Böse. Ja? Der Vermieter dann so einen Trümmerhaufen wiederfindet, den er noch renovieren darf, weil wir das ja leider oft haben. Ja? Und das ist schon schlimm. Ne? Das ist wirklich schlimm. Und da habe ich kein Verständnis für. Wirklich nicht. Uwes Mietschulden belaufen sich auf über 3.000 Euro. Und auch die Kosten der Räumung muss erst einmal die Vermieterin zahlen. Ja. Wer ist denn so eine Entrümpelung? Die Einladung kostet 150 Euro im Monat. Was natürlich hinzukommt, jetzt der Einsatz hier, der Schlüsseldiensteinsatz, neuen Zylinder eingebaut und so weiter für die Vermieterin. Ne? Wir wissen natürlich jetzt nicht, also ich weiß ja nicht, ob er es abholt, die Sachen. Da ist sicher auch viel dran wert, weil wir müssen nach einem Monat sind verpflichtet, die Sachen zu vernichten, also zur Müllkippe zu bringen. Dann wird es natürlich noch teurer, weil ja die Müll- und Räumungskosten fallen ja auch an. Ach, leck mich doch am Arsch. Uwe sieht sich als Opfer und giftet fleißig weiter. Umso erstaunlicher, dass einer der Möbelpacker sich die Zeit nimmt, ihm zuzuhören. Da rennt er jetzt tausendmal rauf und runter und kommt mit drei Brettchen wieder runter. Ja, ist wo ist das Problem? Warum hat er jetzt nicht die drei Brettchen in den Schrank? Wo ist das Problem jetzt? Wir machen nur unsere Arbeit. Guck mal, wie soll ich dir helfen jetzt? Ja, gib mir Connection zu deinem Clan. Vielleicht schickt mir da mal einer einen Scheck zu oder was. Wo würdest du denn übernachten heute? Das kann dir scheißegal sein, im Hotel. Das kann ich mir dann auch noch leisten, ja? Kannst du dir das leisten? Mhm. Soll ich dir mal für eine Nacht bezahlen? Ja, wo? Ehrlich jetzt? Ja, sag mir mal wo. Oder für zwei Nächte? Nee, für zwei? Ja? Ja. Ja, ich lade dich ein. Ja, also das geht gerade alles auf Fernsehen, ne? Ist mir egal. Ja, egal, du hast da nichts zu verbergen. Nee, nein. Nee. Nein, also in Wirklichkeit, du tust mir leid, also man soll sich schon also irgendwie... Also bist du der Erste, der sag mal, mit was rüberkommt, ehrlich? Nein, aber guck mal... Wir kennen uns nicht mal. Ist ja egal. Entrümpler Arif will Uwe tatsächlich ein Hotelzimmer besorgen. So viel Großzügigkeit macht selbst den pöbelnden Frührentner sprachlos. Einen schönen guten Morgen. Hallo, ich grüße Sie. So, ich habe einen Gast für heute, ja? Der kommt ja gleich zu Ihnen. Jetzt geht's auf meinen Namen. Okay, mach ich. Ist der Herr. Okay. Ja, also der kommt ja gleich, ja? Ich kenne mich. Alles klar. Okay, ja. Danke, ciao. Ich kenne mich aus. Ich danke dir sehr. Wie viele Nächte ist das jetzt? Erstmal also, für die anderen, wolltet, sehen wir weiter. Der wollte also für eine Nacht. Was kostet das? Also mit Frühstück 47 kostet nur Übernachtung, mit Frühstück 56. Warum machen Sie das? Bei uns gibt es keine bösen Menschen, nur Menschen mit bösen Taten. Und da endet alles. Bevor sich der Mann anders überlegen kann, zieht Uwe lieber gleich los. Ohne ihn müsste er die nächste Nacht im Freien verbringen. Was freust du dich denn jetzt am meisten? Weil ich mich freue auf ein Bett, dann hole ich mir einen runter und dann schlafe ich. Entschuldigung. Zumindest heute Nacht hat der 61-Jährige eine komfortable Unterkunft und musste sich selbst dabei um nichts kümmern. In einem Vorort von Neuss wohnt das Paar Vanessa und Jessica.
Aus vorherigen Beziehungen hat Jessica zwei Söhne. Beide leben in derselben Pflegefamilie. Die 33-Jährige möchte nun den Jüngsten wieder zu sich holen. Wo werdet ihr denn schlafen? Wir werden auf dem Sofa schlafen, weil das Zimmer dann nur für den Kleinen ist. Und wir brauchen ja eigentlich kein eigenes Zimmer. Also für ihn geben wir praktisch unsere Privatsphäre auch auf. Da könnten wir das Bett hinstellen. Da, die Kommode würde ich aber eher auf die Seite stellen. Den Fernsehtisch, den können wir lieber hier in die Ecke stellen. Wollt ihr im dreijährigen Kind einen Fernseher ins Zimmer stellen? Ja, also er bekommt einen Fernseher ins Zimmer. Ich wurde auch früher so erzogen und mir hat es auch nicht geschadet. Ich bin da anders eingestellt, also für mich ist das irgendwie, gehört dazu. Erziehungsmethoden dieser Art dürfte das Jugendamt wohl weitaus weniger gutheißen. Aber der Fokus des Paares liegt eh woanders. Ja, und sonst, ja, dann haben wir es fertig. Wovon wollt ihr all das zahlen? Wir wollen einen Antrag beim Jobcenter stellen. Für den Kleinen. Was wir halt noch benötigen für ihn, damit er hier einziehen kann. Das Paar bezieht momentan rund 1.200 Euro Hartz IV im Monat, inklusive Miete. Wie läuft's gerade im Jobcenter? Ja, das ist halt gerade beim Jobcenter im Moment eigentlich sehr gut. Ich habe jetzt auch vom Jugendamt so einen Brief bekommen, dass ich halt vorerst auch nicht arbeiten gehen kann, wegen der Rückführung, damit wir auch die Sachen jetzt für den Kleinen beantragen können. Jessica hat seit 7 Jahren keine Lust zu arbeiten. Der Brief vom Jugendamt kommt ihr da sehr recht. Vanessa hat zwar genauso wenig Bock, allerdings keine Entschuldigung. Okay, aber Vanessa, du könntest ja arbeiten gehen? Ja, ich könnte arbeiten gehen. Wäre auch dann mit dem Kleinen auch eigentlich eine finanzielle gute Lage. Aber ich persönlich gehe definitiv nicht mehr arbeiten. Also ich habe es gesehen und für diesen Mindestlohn mache ich mir nicht wieder die Finger schmutzig. Vanessa war vor kurzem bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt. Von ihrem Gehalt war sie enttäuscht. Sie hatte sich jedoch auch einige Tage krank schreiben lassen und einen Vorschuss kassiert. Hier ist Ihre Abrechnung. Ja, sehen Sie 4 mal KK. Das heißt, Sie waren innerhalb der ersten 28 Tage krank, kriegen entsprechend das Geld nicht von uns, sondern von der Krankenkasse. Ja, in Summe ist dann 847 Euro. Der Vorschuss 300, jetzt bleibt bei Ihnen noch 547 zur Auszahlung. Vanessa verdiente zwar Geld, doch da Jessie weiterhin arbeitslos war, hatten die beiden auch nicht mehr als vorher. Du bist arbeiten gegangen für im Endeffekt nichts. Also Arbeit ist für dich endgültig abgeschlossen? Ja, Arbeit ist für mich endgültig abgeschlossen. Ja. Aber Claudia ist ein gutes Vorbild für so ein Kind? Nein, aber ich persönlich habe ja meine Erfahrungen gemacht und ich gehe für das bisschen, was ich verdient habe, gehe ich definitiv nicht mehr arbeiten.